Hallo ihr Lieben, es ist Begierig und schön, dass ihr wieder in meinen Kanal reinschaut. Ich habe heute wieder mal einen Produkttest für euch, diesmal über Influencer, nämlich ein Set von den Megablocks und zwar über Pokémon. Megablocks ist auch ein Klemmbausteinhersteller, ähnlich wie Lego. Normalerweise sind diese Bausteine dann kompatibel mit anderen Klemmbausteinen. Was hier auffällt, dass hier so ein Sonderteil extra in so einem Kästchen hervorgehoben ist, warum auch immer, das werden wir dann schon sehen. Es ist ab 7 Jahren. Ich habe das auch bei dem, wo habe ich das gesehen? Das ist etwas günstiger als die normalen. Habt auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel hier ist zum Beispiel das Pokémon dabei, wobei ich jetzt nicht weiß, heißt das jetzt Megablocks oder Mega, ist auf jeden Fall von Mattel. Es gibt zu dem Set gibt es eben noch 2 andere, die passen dann hervorragend zusammen, die können sie dann ineinander stecken. Und hier ist anscheinend so ein Drehmechanismus, wo das auseinander dreht. Das werden wir dann schon sehen, besonders was das da auf sich hat. Ich wollte eigentlich, dass die Kinder aufbauen, die haben gesagt, nö, diesmal kannst du selber aufbauen. Ich finde es eigentlich interessant, dass da mal eben Pokémon da ist, statt andere. Und wir packen es jetzt erstmal aus. Ich hoffe, dass es Megablocks heißt. Nicht, dass es doch anders heißt. Dann hätte ich nämlich jetzt einen Schmarrn erzählt. Na, ein bisschen hakelig da. Na, ich liebe immer Packungen aufzumachen, weil ich immer weiß, ich mache es kaputt. Hier steht auch so ein Pfeil zu diesem Stein. Ah ja, da ist er drin. Den können Sie dann einfach da rausziehen. Jo. Wird schon seinen Nutzen haben. So, dann machen wir das auf hier. Ja, das ist jetzt gut. Also, schauen wir erstmal da mit an. Wir haben eine Bauanleitung. Wir haben eine Tüte. Wir haben eine zweite Tüte. Das war's schon. Mehr haben wir nicht. Dann schauen wir mal. Oh. Das ist ja witzig. Eine große Tüte, wo ich möchte mal sagen, schon mal zum Thema Nachhaltigkeit. Eine viel zu große Tüte, wo Kleinigkeiten drin sind, obwohl bloß die Hälfte reichen würde, weil das ist hier genauso. Ja, da kann man schon noch ein bisschen dran arbeiten. So eine große Tüte braucht es nicht. Hier ist dasselbe, obwohl bloß die Seite benutzt wird. Witzig. So, es ist nummeriert für den Erstaufbau. Hier haben wir die 2, hier haben wir die 3 und hier haben wir die 1. Anleitung dabei. Leider ist das jetzt alles nicht auf Deutsch. Aber die Anleitung ist wie üblich gezeichnet und eigentlich selbstredend zu verstehen. Da braucht es nicht. Hier haben wir nochmal das ganze Ausmaß, was da alles gibt. Eben, dass das zusammenpasst. Schöne Landschaft. Mattel Kanada. Mega. Heißt halt einfach mega. So, dann fangen wir jetzt einfach an mit 1. Machen wir das mal weg. Machen wir Nummer 1. Lassen wir das auch so auf. Einfach aufreißen, rausschütten. So, wenn ich jetzt hier noch einen Lego-Stein hätte, könnte ich es vergleichen. Ich muss jetzt mal selber kurz gucken. Brauche ich einen größeren Stein, da steht auf jeden Fall was drauf. Also hier, wie bei den anderen Herstellern, steht hier die Marke drauf. Da steht irgendwas mit Mega und den Rest kann ich leider nicht lesen. Für diejenigen, die von anderen Klemmbausteinherstellern Fans sind, auffällig ist zum Beispiel hier, dass jeder Baustein hier so einen weißen Zipfel hat, da wo es abgeschnitten worden ist. Und es schaut halt irgendwie unsauber aus, weil das hier weiß ist. Auch hier erkennt man es, dass halt viele Noppen eben diese Löcher haben in der Mitte, was andere nicht haben. Dass hier zum Beispiel die Kugeln anders geformt sind und es wirkt halt dann günstiger. Wobei es, aber wenn ich mir das so anschaue, eigentlich schon mithalten kann. Und es hat halt andere Färbungen wie beim anderen. Jetzt fangen wir mal an. Nummer 1. Wir brauchen das Gesicht.
Das ist ja witzig. Silikonmatte. Kenne ich noch nicht. So, was brauchen wir denn? Oh, da brauchen wir noch ein Teil. Hoffentlich fällt mir das nicht wieder wie beim letzten Mal auseinander. Also nicht mehr weiß, wo es hingehört. Beziehungsweise mir fehlt dann was. Dann brauchen wir das Teil. Dann brauchen wir erst einmal dieses komische Teil. Dann braucht man das Gesicht, das da, von Pokémon. Und das wird dann einfach da drauf gemacht. Oh, fängt schon mal gut an. Also nicht die typische Figur. Ihr habt es jetzt schon vorgegossen und dann tut ihr bloß einen Kopf drauf oder ohne. Hier baut ihr die Figur auch noch zusammen. So, dann haben wir eins. Dann brauchen wir so eins. Dann brauchen wir so eins. Und dann brauchen wir so eins. Da. Umdrehen. Wir haben hier ein falsches Teil, glaube ich. Aha. Aber das passt doch gar nicht da drauf. Einen Moment, jetzt muss ich es erstmal ausprobieren. Okay. Ein bisschen Druck, das ist es ungewöhnlich, dass man es da so komisch reinzwicken muss und da muss man aufpassen. Genau, das hat hier leichtes Viereck. Deswegen kommt einem das so komisch vor und dann tun wir das da dran. Aber ist doch bescheuert, oder nicht? Aber ich glaube, das ist so, gell? Und man kann das sogar drehen. Das ist ja cool. So. Dann nehmen wir das da. Dann nehmen wir das. Und dann muss man es umdrehen. Aha, so ist es gemeint. Ja, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, wenn man andere Bausteine gewöhnt ist. So. Dann brauchen wir. Ah, das sind die Zehen. Deswegen ist es anders beschriftet. Und das zweimal. Und dann dieses komische Zeug da. Zweimal. Und das soll dann die Beine werden. So wie es ausschaut. Ja, genau. Und das wird einfach dann so dran geklipst. Ja. Naja, wahrscheinlich falsch drauf geklebt. Ah, so gehört das. Hier bin ich doof. Das kann man drehen. Dann geht das runter. So. Ja. Dann tut man den Schädel da drauf. Dann brauchen wir noch die Händchen mit diesem Kugelding da. Stecken da rein, bis Hörbe einrastet. Und schon haben wir die erste Pokémon-Figur. Hoppala. Ja, jetzt steht sie. Wir haben den. Oh, da fehlt ja noch was. So. So. Und halt. So. Ein bisschen hindrehen. Und das kommt dann hinten mal dran. Ah, so schaut der aus. Und da er nicht allein ist, kommt noch ein anderer dabei. Also zweimal das, einmal das und einmal das. Und das da, dann haben wir einmal das und einmal das und einmal das und einmal das. Hey.
los dran. Ja, das ist ja mal witzig. Dann muss dadurch. Hä? Ah, andersrum, so gehört es. Das in das Loch. So. Das da gehört da vorne rein. So. Und das war's. Teile sind auch übrig geblieben wieder. Die tun wir mal auf Seite. Dann machen wir Nummer 2.
Ui. So. Okay. Und schon sind wir fertig. So sieht es dann aus. Ich würde mal sagen, das ist sowas wie eine Art Übungsarena für Pokémons. Was kann ich jetzt dazu sagen? Der Aufbau ist gar nicht mal so schlecht. Die Steine sind nicht so weich, sondern die lassen sich super miteinander reinstecken, sogar noch fest. Also wenn ihr jetzt das rumhebt, es fällt nichts auseinander. Man sieht, dass das aus einem hochwertigen Plastik hergestellt ist. Wir haben hier Silikonelemente drin. Dann haben wir hier sowas schönes Gimmick. Dann habt ihr dieses Kästchen gesehen, das war dieser Motor dafür. Also hier bin ich mir noch nicht sicher, ob der Mechanismus so gehört oder ob ich das nur weiter hintersetzen soll, weil ab und zu, wenn ich hier drehe, mal dreht es von der anderen Seite, mal von der, normalerweise soll es so gehen, und dann verkantet sich das und dreht es nicht weiter. Und dann mache ich es von der anderen Seite und dann geht es wieder. Weiß nicht, ob das so gewollt ist oder
bloß ein bisschen Konstruktionsfehler, aber ich glaube, beim Spielen macht das jetzt keinen Unterschied. Und ich finde zum Beispiel auch sowas witzig. Und hier, das sind Sachen, die wo beim anderen Klemmbausteinhersteller im Endeffekt schon vormontiert sind, wird hier noch zusammenmontiert. Witzig finde ich auch eben dieses Plastik mit diesen eingegossenen Schlieren, dass man sieht, aha, das ist jetzt Eis. Und hier haben wir, das habe ich mir vorher schon gedacht, was soll jetzt das da? Hier und hier, das ist die Vorbereitung eben für die anderen Sets, die man dann einfach da dran klicken kann. Also so ein Erweiterungsset, man kann auch nur das da spielen, was hier auch, das ist super zusammengebaut und mir gefällt es, dass es nicht auseinanderfliegt. Das haben nämlich bei manchen günstig Klemmbausteinherstellern ist das alles so instabil und hält dann nicht. Die Anleitung ist ganz klar rausfindbar, was gehört dazu. Manchmal war ich ein bisschen schneller. Was ich hier toll finde, ist jetzt zum Beispiel hier. Ihr seht, wo gehört das hin? Das wird mit diesen gelben oder roten Punkten dargestellt. Cool. Da weiß man sofort, wo es hingehört. Der Aufbau ging sehr leicht. Dadurch konnte ich ja sehr schnell das zusammenbauen. Die Figur finde ich auch witzig. Übrig geblieben sind halt diese Sachen da. Ich würde es jetzt nicht mit den anderen Klemmbausteinhersteller vermischen, weil nämlich es ist so, wenn ihr das doch mal, wenn die Kinder groß sind und jetzt weiterverkaufen möchtet, vielleicht, dass dann sortenrein sein sollte. Also nicht der Klemmbausteinhersteller mit dem, weil die haben unterschiedliche Wertigkeit. Mein Fazit. Von diesem Set bin ich eigentlich ganz begeistert, denn der Aufbau geht schnell, alles greift ineinander, es fällt nichts auseinander. Es schaut auch sehr wertig aus. Das Kunststoffplastik ist kein Billigplastik, das ist sehr stabil. Der Witz ist, die Figuren muss man noch zusammenbauen, das ist immer was anderes. Was ich auch noch toll finde, eben, dass hier dieses Kunststoff so gegossen worden ist, dass es so Schlieren drin sind. Es bleiben genügend Teile übrig. Und am besten diese Kleinteile in einer extra Box aufheben, falls dann vielleicht bei einem anderen Klemmbausteinset von dieser Marke noch irgendwas fehlen würde, dann könntet ihr das hier mit reinmachen. Ich finde es cool, dass das Thema von den Megablocks von Mattel Pokémon aufgegriffen worden ist. Es gibt ja auch noch Sammelkarten und das ganze Zeug und die Serien laufen. Und dass das auch mal eine Möglichkeit ist, mal was anderes auszuprobieren. Eben diese Steine stehen den bekannten Klemmbausteinherstellern mit die vier Buchstaben in nichts nach. Von mir ist es eine klare Empfehlung, mal das auszuprobieren. Vielleicht ist es dann eine günstigere Möglichkeit. Ich schreibe euch den Preis dann natürlich unten. Das ist dann der UVP, der unverbindliche Preisempfehlung von 2023. Es kann sich natürlich verteuern oder verringern. Das war jetzt mein Produkttest von Megablocks Pokémon. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder bei mir reinschaut. Hat euch das Video gefallen, lasst mir doch gerne ein Abo da. Aktiviert die Abo-Glocke, um über ein neues Video informiert zu werden. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis demnächst, eure Petra.